Ich möchte Peter Scholze ganz herzlich zur Verleihung der Fields-Medaille gratulieren. Wir sind sehr stolz auf ihn. Das ist ja die höchste Auszeichnung in der Mathematik, die international vergeben wird, quasi der Nobelpreis für Mathematik. Zuallererst ist das natürlich ein großartiger persönlicher Erfolg des herausragenden Mathematikers Peter Scholze, der aus meiner Sicht ohne Zweifel zu den genialsten Wissenschaftlern seiner Zeit gehört. Einen wichtigen Anteil an diesem Erfolg hat auch sein akademischer Lehrer, Michael Rappoport. Er hat Peter Scholze, seit er nach dem Abitur nach Bonn gekommen ist, systematisch gefördert und ihm auch den Weg für diese Leistung bereitet. Also herzlichen Dank. Der persönliche Erfolg von Peter Scholze ist aber auch ein großer Erfolg für die Universität Bonn. Die Bonner Mathematik hat in den 200 Jahren Universitätsgeschichte eine lange Tradition mit herausragenden Gelehrten wie Plücker, Lipschitz, Klein, Hausdorff, Hirzebruch und Faltings, dem bislang einzigen deutschen Fields-Medaillengewinner. Und die Mathematik gehört eben auch zu den wesentlichen Profilbereichen unserer Universität. Aus dieser großen Tradition heraus ist auch unser DFG-gefördertes Exzellenzcluster, das Hausdorff-Zentrum für Mathematik, entstanden. Peter Scholze hat einen sogenannten Hausdorff-Chair, einen Lehrstuhl dort. Das Hausdorff-Zentrum ist ein Magnet, nicht nur für die besten Mathematiker Deutschlands, sondern eben für die besten Köpfe aus aller Welt. Hier arbeiten Spitzenforscher der Mathematik aller Karrierestufen seit vielen Jahren zusammen und schaffen so ein Umfeld, in dem sich mathematische Talente entwickeln können. Im Namen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und auch ganz persönlich noch einmal meinen ganz herzlichen Glückwunsch an Peter Scholze.